Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Heute schauen wir uns mal die Siege Prime an. Es ist so eine Art Armbrust eigentlich, ne, dessen Pfeile kurz nach dem Aufprall explodieren. So, und wie der Bild dazu aussieht, sehen wir uns gleich an. So, und da sind wir nun und so sieht der Bild aus. Ich habe Einkerbung mitgenommen für etwas mehr Grundschaden. Man könnte hier natürlich jetzt auch noch eine Fraktionsmod reinmachen, ne? Zum Beispiel Verderben der Gringier oder sowas. Könnte man machen. Ich habe es jetzt einfach mal bei der Einkerbung belassen. Ich werde das auch noch ein bisschen besser austesten auch noch. Aber klar, eine Fraktionsmod ist immer besser natürlich als einfach normaler Grundschaden. Gut, danach galvanisierte Kammer für etwas mehr Mehrfachschuss. Ne, galvanisierter Zielfernrohr für bei Kopfschuss mehr Crit-Chance. Ist auch sehr, sehr gut. 90% Feuerrate mit der widerwärtigen Beschleunigung. Dafür minus 15% Schaden, aber ihr werdet dann schlussendlich sehen. Macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Jägermunition für 30% Chance bei Crit-Treffern Schnittschaden zu verursachen. Ist auch sehr, sehr gut für diesen Bild eigentlich. Danach noch Scharfsinn für etwas mehr Crit-Schaden. Danach Prime Kryokugeln für Kälte, bösartige Kraft für Gift und Statuschance für den nötigen Virusschaden. Danach, am Schluss, habe ich einfach noch vigilante Vorräte mitgenommen. Wandelt und benutze Munition für Sekundärwaffen 30% der Munition um. Ist praktisch, wenn man nicht gerade einen Carrier dabei hat. Ja, und danach als Arcana zum guten Schluss habe ich primäre Deadhead mitgenommen. Und wie das Ganze in Englisch aussieht, blende ich euch jetzt auch noch kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. Ja, und das ist der Bild, ne? Nichts Besonderes eigentlich, aber nichtsdestotrotz der Schaden spricht an und für sich, ne? Wie gesagt, am Anfang ist natürlich wieder etwas schwieriger, ne? Man sieht es. Aber ihr seht schon wieder, wie das hier runter tickt, ne? Für einen Schuss, zwei. Ja, mit dieser Feuerrate natürlich. Und ansonsten ist die Siege Prime ja nicht die schnellste eigentlich beim Schießen. Aber ihr seht schon, ne? Der Schaden spricht eigentlich schlussendlich für sich. So, wenn man die Gegner ein bisschen zusammenzieht, ne, sieht danach das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anders aus. Und einfach mal zwei Munition. Und ganze Munition, genau. Ein ganzes Magazin da reinballert. So, jetzt sind natürlich die ganzen Mods aufgesteckt. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Und dann ziehen wir die Gegner ein bisschen zusammen, damit wir da ein bisschen eine Einheit haben. Natürlich versuchen auch mit dem Zielfernrohr gut in den Kopf zu schießen. Ist manchmal nicht so einfach, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz. So, und das wäre es dann schon gewesen. Ja, 20, 155er Gegner, einfach mal weggeballert. Ja, das wäre es gewesen von dem Bild, ne? Was ich von der Siege Prime halte, ist so ein bisschen, ja, sie ist jetzt nicht schlecht, sie ist auch nicht die beste Waffe, aber nichtsdestotrotz, ich nehme sie eigentlich gerne mit. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Sie ist stark, auf eine eigene Art und Weise irgendwie. Na, man hat ja gesehen, wie schnell die 155 auch gelegen sind. Da gibt es wesentlich schlechtere Waffen. Kasawar zum Beispiel. Gut, belassen wir das Thema. Das ist ein anderes. Aber nichtsdestotrotz, die Waffe ist nicht schlecht. Man kann sie gerne mitnehmen. Da würde mich auch noch interessieren, wie spielt ihr die Waffe? Wie findet ihr sie? Und somit würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos. Somit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.